Okay. Die gehen da irgendeinen anderen Weg. Soll mir auch recht sein. Die Zitadelle ist schon mal gefallen. Jetzt fragt man sich natürlich, ob die noch irgendwo anders eine Festung oder so haben. Och, nee. Wargrube. Halt. Upgraden Wargreiter? Wo sind Wargreiter? Hier. Ihr werdet auch hier upgraded. Und die Festung ist gefallen und haben wir gewonnen? Nein. Oh. Hier ist ein Vorposten. Da können die Rammen eventuell doch nochmal nützlich werden. Dann werdet ihr natürlich hier auch direkt geupgradet. Wargreiter sind noch keine gekommen. Aber hier können wir welche in die Warteschleife hauen. Jetzt labert mal nicht alle durcheinander, man versteht hier kein Wort. Hier ist nur ein Gehöft. Können die eigentlich draufgehen? Hier waren wir ja noch gar nicht, aber da kamen bisher ja auch keine Gegner her. Heißt, wir haben noch nicht gewonnen. Und wir haben doch gewonnen. Weil der Vorboss muss ja auch erstmal abgebaut werden, ne? Reicht ja nicht, dass man die ganzen Gebäude zerstört hat. Kennt man ja, ne? Man will eine Stadt einreißen und man hat es erst geschafft, sobald man den letzten Kieselstein auch umgedreht hat. Reicht ja nicht einfach, die Kirche niederzubrennen oder so. Oder einen Kindergarten, wie, was man halt so macht, wenn man eine Stadt einreißt. Plus 10% Rohstoffe haben wir. Ja, Enid war halt wirklich sehr schwierig. Ich weiß gar nicht, wie ich da versagen konnte früher. Ich bin wahrscheinlich einfach zu früh hingegangen. Enid weit erobert. Die Zerstörung Mittelerdes darf nicht ins Stocken geraten. Oh, das sieht ganz gut aus. Der Süden von Gondor, wenn es überhaupt gondorianisches Gebiet ist, das weiß ich gerade gar nicht. Aber das hier müsste eigentlich auch Gondor sein. Sieht von den Bonis sehr gut aus. Ja, hier eine Spezialfähigkeit, unglaublich. Ihr habt zum Beispiel hier Anverlass, 10% Rohstoffe, 3 Spezialfähigkeiten, hier 4 Spezialfähigkeiten und alles Akt 13. Okay, hier Lebanon ist Akt 17. Und das ist die Eidbrecher-Armee. Ja. Aber die eilt ja gerade nur zur Unterstützung Minas Tirith. Das heißt, wenn wir hier angreifen, werden die da wahrscheinlich nicht herumgeistern. Davon gehe ich jedenfalls stark aus. Jetzt müssen wir wieder gucken, wie es mit den Truppen aussieht. 250 Orks, vorhin waren es 5 Wargreiter. 270 Orks und 5 Wargreiter. Das heißt, sie sind in etwa gleich stark. Dann könnten wir eigentlich mal wieder eine Mission mit Mordor machen, oder? Wen können wir denn jetzt hier alles angreifen? Immer noch die paar da oben und hier Anverlass da unten. Und mit Lotzi müsste es logischerweise genau das gleiche sein. Richtig. Dann mit Mordor die Armee stärken. Und das da unten sieht ganz in Ordnung aus. Oder mit der Armee Mordor nach da oben. Oder wir greifen hier Emin Arnen an und können dann mit der auch nach oben spazieren. Gehen wir einfach mal nach den Truppen. Ein Olifant, 130 Orks, 180 Orks, kein Olifant, 4 Trolle, 7 Trolle, 85 bis Menschen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist diese Armee etwas schwächer. Dann werden wir mit der zuerst angreifen. Und zwar greifen wir eben in Arnen an. Das wäre Akt 13, ja. Dann greifen wir eben Arnen an, kriegen 2 Spezialfähigkeiten. Und dann können wir mit der auch ganz gebürtig nach oben spazieren, sofern wir das denn wollen. Heimat der Erben der Truchsesse Gondors. Ihre Ahnen kannten nur den Frieden. Nun werden sie erfahren, was Krieg bedeutet. Ja, das ist mal wieder sehr interessant, was du hier zum Besten gibst.
durfte ich denn dann einmal spielen, bitte? Diese Feiglinge wagen es nicht, sich uns im offenen Kampf zu stellen. Treibt sie heraus! Natürlich eine Festung bauen, ist ja klar. Vernichte alle Truppen des Lichts. Vernichte alle Ritterpatrouillen des Feindes. Schon wieder Patrouillen. Bäh. Nimm mit den Soldaten aus Ruhen Stachelschwein-Formationen ein. Das sollten wir hinkriegen, sofern wir denn welche haben. Hui! So, da geht's nach oben. Das heißt, wir bauen hier unsere Sachen hin. Upgrades und Belagerungswaffen. Trollen und Elefanten kosten. Nehmen wir Schmelzöfen. Ich meine Schlachthäuser. Und gleich noch einen. Erst auf Rohstoffe gehen und dann auf Truppen. Erstmal die Grundlage schaffen, kennt man ja. Hier ist immer noch genau das gleiche. Diesen Eisregen, den will ich nicht. Nö. Wäre für Minas Tirith eventuell ganz praktisch, wenn die ganzen Helden kommen. Aber im Moment nicht. Nee. Da werden wir wahrscheinlich zuerst Rufe die Horde aktivieren oder Dunkelheit. Ist echt schwierig. Ich glaube, er rufe die Horde. Dann klappern wir die ganzen Rohstoffteile ab. Und dann können wir quasi Dunkelheit nehmen. Dann brauchen wir noch 20. Und da klappern wir dann nämlich die ganzen anderen ab. Also mit den Spezialfähigkeiten und so. Und dann kriegen wir die 20 nämlich relativ schnell zu rammen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Taktik so. Hier kommt ein Haradrim-Palast hin. Ich hoffe, das reicht so von den Steckplätzen. Hier haben wir noch 2. Wir bauen noch Trollkäfig, Belagerungswerke, Olifantenpferd. Ja, wahrscheinlich Belagerungswerke, weil wir eine Festung hatten. Hat der Gegner wahrscheinlich auch eine Festung. Das wäre praktischer, wenn wir dann auch Belagerungswaffen haben. Selbst wenn wir die nicht mitschleppen können. Warum auch immer, das ist mir unbegreiflich. Ja, greift da mal an. Halt, ihr bleibt da. Sägewerk und Angriff. Kriegsgesang. Du. Stampede. Trolle. Angriff. Rennen, bitte. Nicht so lahmarschig sein, danke. Haradrim und Orks. Kann man immer gut gebrauchen. Und da kommen gleich noch mehr. Haben wir denn hier zufällig irgendeine Festung des Gegners? Nein, nur Ritter. Und da ist die Festung. Das heißt, wir liegen mit den Belagerungswerken nicht schlecht. 1500. Haben wir ja eigentlich gleich. Angriff. Auge Saurons. Na, gehen wir mal lieber buffen. Belagerungswerke. Türme. Falls sie hier reinspazieren wollen. Angriff. Stampede. Und Trolle. Angriff. Schön auf die Bogen schützen. Hier geht er auf die Ritter. Und hier kommt ein Trollkäfig hin. Genau. Da kommen dann Bogenschützen. Haradrim. Angriff. Auge Saurons, mitkommen an die Front. Wir brauchen die Buffs. Verfluchtes Land können wir auch zum Buffen einsetzen. Sofern wir hier irgendwo einsetzen können. Industriegebiet. Passt bei einer Festung ja leider nur auf Rechtsklick. Auf 3. Und Verwüstung machen wir mal hier. Schön bei den Waldläufern. Apropos. Greift da mal an und wir haben fast keine Truppen mehr. Das ist ja vorzüglich. Na, der ist noch nicht fertig. Oh, da ist ein Vorposten.
Ja, können wir eigentlich holen und ein paar Rohstoffe bauen? Ist ja direkt an der Front und wir haben keine Truppen, das heißt, wir werden den nicht lange verteidigen können. Aber wir können es ja mal probieren. Das ist vortrefflich. Bauen wir ein paar Runensoldaten und Trolle. Angriff. Kriegsgesang lohnt sich da nicht wirklich. Du darfst dir einen Baum holen. Hier ist sonst auch nichts mehr. Auf dem Weg. Gut, dann bauen wir uns hier gleich einen Vorposten hin, sobald wir können. Na, vielleicht können wir den sogar doch verteidigen. Sauron wird dieses Land unterwerfen. Na, die patrouillieren da aber ziemlich schlecht. Na, greifen die an? Eine neue Horde. Da sind aber trotzdem viele Gegner. Ist keine so einfache Mission, so wie es den Anschein hat. Hier kommt Orkgrube hin und hier kommt ein Olifantenpferd. Dann haben wir den auch. Ran und die patrouillieren auch vorbei. Die müssen ziemlich schlecht sehen können eigentlich. Wir brauchen Rammen, Belagerungstürme, Katapulte. Rammen, die sind am billigsten. Können wir eventuell upgraden? Upgrades kaufen? Nein, hat nicht den Anschein. Die reiten immer vorbei. Kommt mal alle hier ran. Orkgrube ausgehoben. Bogenschützen kaufen. Ich glaube, wir schicken die einfach gleich hier hoch. Muss ich die nicht immer da hochschicken? Ja, okay, Ram haben wir schon. Dann können wir eigentlich, ja, wenn sobald er da ist, auch direkt Mordor, die Offensive starten. Okay, ein Ramborg ist jetzt auch nicht so geil, aber man hat sie gerade in Enedweit gesehen. Das müsste ja eigentlich reichen. Du holst dir einen Baum und du holst dir auch einen Baum. Und Olifanten, da ist der andere ja gerade draufgegangen. Rammen. Und die patrouillieren immer stetig weiter. Findest du hier eventuell irgendwie eine Siedlung? Können wir uns noch... Ach, ja, da. Können wir uns ein kleines Sägewerk bauen. Wieder die einfach alle weghauen, ey. Sehr gut. Braver Troll. Halt. Erst den Gegner weghauen. Sehr gut. Palast der Haradrim ist nun auch auf 3. Noch ein paar Runensoldaten. Bogenschützen. Das müssten reichen. Sind es 3 Ram? 1? 1? 2? Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen. Wir haben den Feind gefunden. Habe ich nicht 3 ausgebildet? Naja, egal. Industriegebiet und... Der Olifant ist kampfbereit. Hier war viel Wald. So. Sehr gut. Kommt hier gleich ein Sägewerk hin? Ja, Brüll. So. Und alle Richtung Front. Wir sind voll. Aber eine Orkgrube haben wir immer noch nicht auf Stufe 2. Nee. Schade. Müsste aber bald soweit sein eigentlich. Hier. Ziehen wir da mal ein paar Haradrim rauf. Wenn wir den Olifanten schon da haben und du holst hier einen Baum, habe ich gesagt. Ja, das sind nur... Patrouillen. Kein Grund, sich aufzuregen. Da ist ein Lager. Das hat der Gegner aber noch nicht eingenommen, oder? Nee, gut. Da sind patrouillierende Ritter. Hier ist nur eine Siedlung, ein Gehöft. Ja, okay, mich hat gerade da dieser blaue Fleck irritiert.
Das müsste dann ja die einzige Festung von den Gegnern sein, oder? Müsste da nicht irgendwie eine Tür sein? Naja, okay. Ja, allzu viel können wir jetzt eh nicht machen. Das heißt, wir werden angreifen. Angriff. Auge Saurons. Schicken wir die einfach mal da auf die Ritter. Hoffentlich bleiben die ganze Zeit gestunt. Ja, das war ja irgendwie klar. Halt, buffen. Nicht auf die Bogen schützen. Komm, rennen die auch an die Front. Jetzt gibt's erstmal hier Trasche von unseren Trollen. Baum. Olifant. Stampede, bitte. Wir haben Kommandospunkte wieder frei. Das heißt, wir bauen Truppen nach. Und hier ist ein Troll auf Rang 2. Und sein Baum wurde zu einer richtig geilen Keule. Ist auch lustig, wenn die quasi auf Rang 2 sind und sich dann noch entscheiden können, ob sie mit dem Baum kämpfen wollen oder nicht. Dann nehmen die sich einen Baum, hauen damit auf den Boden. Und dann hat er auf einmal Stacheln und ist so eine Keule. Ich überlege gerade, hat dieses Stampede eigentlich Friendly Fire? Immer noch nicht auf Stufe 2. Boah. Wie die Trolle abgehen. Angriff. Ich hoffe auf jeden Fall nicht. Aber trotzdem setzen wir sie ein. Vorrücken. Du machst Stampede. Ihr greift an. Und unsere Rammen gehen auf das Tor. Hier haben wir ein Palantir rein. Und wir müssen warten. Reingehen. 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 Alle rein, alle rein, alle rein. Ja, Industriegebiet, so viel Zeit muss sein. Wenn die das Tor nicht zumacht, müssen sie mit den Konsequenzen eben leben. So ist das nun mal in der modernen Erziehung. Warum machen sie das Tor nicht zu? Das ist doch die erste Handlung, die man da machen müsste eigentlich. Wir haben irgendwas erweitert. Ohrgrube. Dann forschen wir mal direkt. Und werden dann ein bisschen upgraden, sofern wir denn auch die Möglichkeiten dazu haben. Aber Feuerpfeile müssen auf jeden Fall gehen. So. Ihr kommt da nicht hin. Rammen. Haut mal das Tor von innen kaputt. Ja, geh du mal auf die Turmwachen. Und du da auf die Ritter.